Guten Morgen, es ist Montag, eine neue Woche beginnt. Es ist hier so um 10.34 Uhr. Ich mache bald los zum Bahnhof. Mein Zug kommt 11.33 Uhr. Gestern wollte ich noch mal gucken, wann der genau geht und welches Gleis. Und da sehe ich, dass ich gar kein Ticket habe. Irgendwie habe ich das verpennt, mir das richtig zu kaufen. Und ich habe voll Panik bekommen. Aber alles gut, hat letztendlich 5 Euro mehr gekostet. Also 19,90 Euro. Wie teuer das immer ist, irgendwie, oh, Zeit ist Geld, aber dafür fahre ich dann auch nur 43 Minuten oder 42 Minuten von Leipzig nach Erfurt, was mega krass ist. Mit einem Flixbus 7 Euro, aber halt 2,5 Stunden. Zeit ist Geld, ich kann es nochmal wieder sagen. Zeit ist Geld. Ich freue mich übrigens dann wieder richtig filmen zu können. Hier ist ja ein bisschen wenig gewesen, aber in Erfurt dann wieder. So, ich bin wieder zu Hause. Das hat nicht mal eine Stunde gedauert. Mega gut. Also eigentlich müsste ich jedes Mal so fahren. Es ist halt immer teurer als der Flixbus. Und so, aber es spart halt so viel Zeit. Ich komme da nicht drüber weg. Dass ich nur, also wirklich vom Bahnhof bis in meine Wohnung rein. Keine Stunde. 2 Minuten weniger als eine Stunde. Aber trotzdem. Voll krass. Ich setze mich jetzt hin. Mache mir gerade einen Tee. Übe jetzt noch ein bisschen für KW. Und dann, ja, mal gucken. Also Mittag mache ich mir Nudeln oder so. Ich habe nicht viel da, ich muss einkaufen. Oh, ich hätte noch Maultaschen. Übrigens, der Countdown beginnt. Das ist meine letzte Woche, also komplette Woche, als 19-Jährige. In genau einer Woche werde ich 20. Und ich freue mich so sehr darauf. Wirklich, ich bin 20, ein ganz geiles Alter. Wobei, im Moment ist mein Möchtegern-Alter, also wie alt ich gern wäre, 23. Weil mit 23 bin ich schon mit dem Bachelor fertig, wahrscheinlich schon mit 22. Mache eventuell einen Master, ziehe aber vielleicht auch um. Weiß ich nicht, was ich dann mache, aber irgendwie ist 23, finde ich, ein cooles Alter. Man ist noch so gut jung, aber man hat auch schon irgendwie so viel geschafft. Ja, wird sich herausstellen. Aber ich genieße jetzt einfach jeden Tag in meiner letzten Woche als 19-Jährige. Und ich sehe hier so viele coole Videos, die ich alle nicht gucken konnte dieses Wochenende. Ich muss mich heute Abend mal hinsetzen und Videos gucken. Und eigentlich habe ich auch so Bock auf Lesen. Lesen. Selbst mein Freund hat gestern gelesen, der liest nie und ich so. Ich will lesen und nicht mehr lernen. Ich bestelle mir jetzt übrigens mein Weihnachtsgeschenk. So viele Sachen auf einmal. Und zwar hoffe ich, dass es noch gibt. Ich habe euch ja gesagt, dass meine Mami mir ein Bettchen schenkt, weil ich schlafe ja auf der Matratze. Dieses Bett ist von Room in a Box und es ist aus Box. es ist aus Pappe. Es kostet 100 Euro, beziehungsweise 99 Euro. Ich lasse mir das hierher liefern und ich freue mich mega. Falls ihr noch ein Geschenk braucht und ein Bett, vielleicht ist das was für euch. So sieht das gute Stück aus. Das macht jetzt hier natürlich nicht viel her. Geh weg. Genau, da liegt man einfach sein Zeugs drauf und das sieht, finde ich, super schön aus. Ich will aber eigentlich ein weißes Bett. Ich hoffe, es gibt ein weiß, wenn nicht, nehme ich das in der normalen Boxfarbe. Ah ja, okay. Seder, white, schwarz, blau, normal, white. Zubi, das bestelle ich mir jetzt. Ich sehe gerade, wenn das Bett halt Medium ist, praktisch für meine Größe, dann kostet das 144 Euro statt 99 Euro. Das ist mir mega blöd. Oh Mann, jetzt bin ich nicht mehr 100%. Ich muss mich erstmal auskäsen. Es ist ungefähr eine halbe Stunde später. Ich habe das Bett gekauft, weil ich mir gedacht habe, das war voll sinnlos. Ich habe meinen Freund gefragt, so, du, oh Mann, das Bett kostet jetzt, weil es Größe M ist, doch 144 Euro, soll ich es trotzdem nehmen? Er so, ich weiß nicht, wie langlebig es ist. Guter Einwand, da bin ich nochmal auf die Website, habe geguckt und da stand nochmal alles dazu, wie langlebig das ist. Und ich schrieb zurück, schon sehr, das machen die auch klar, lassen sich 100 Mal auf und zu schieben. Ich glaube, ich nehme es, habe kein besseres gesehen, das passt zu meinem Idealen.
Und das bekommt man leicht ins Dachgeschoss. Das ist nämlich immer so die Sache. Bringt mal so ein riesen fettes Bett ins Dachgeschoss. No, no. Und das kriege ich geliefert. Kommt wahrscheinlich beim Nachbarn an. Kann es hochtragen, kann es ausziehen. Matratze drauf. Bam. Also ich bin jetzt voll guter Dinge. Und jetzt lege gerade mein Video hoch, mein Vlog. Und dann schiebe ich jetzt meinen Laptop nach hinten hier mit. Nehme meinen fetten Hefter. Und gerne. Ich schaue jetzt den Vlogmas von Zoella. Die ganzen, die ich... Was heißt die ganzen? Ich schaue vielleicht ein. Die gehen immer 30 Minuten. Die ich verpasst habe und mache mir Nudeln. Ich bin vom Frühstück... Ich habe eigentlich keinen Hunger. Ich bin vom Frühstück noch vollkommen voll. Aber es ist schon nach 2. Und wenn ich jetzt nichts esse, dann verschiebt sich der ganze Tag. Ich sehe gerade da hinten die Leiter. Ich muss mal den Maler anrufen, dass der mal kommt und die Leiter, also die Fenster zu Ende malert und die Leiter wieder mitnimmt. Kann ich mir noch auf meine To-Do-Liste schreiben? Mache ich sofort. Maler anrufen steht da jetzt. Und go, Nudeln. Ich hinterfrage gerade ein bisschen, warum man eigentlich lernt. Eigentlich ist Lernen was total Schönes und ich bin 100% für Lernen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht lernen müsste, und das interessiert mich ja mega, aber wenn ich jetzt nicht lernen würde, könnte ich meine Zeit in Tieren dir stecken oder in meine YouTube-Videos, also irgendwie karrieretechnisch weiterzukommen und irgendwas zu machen, was mir letztendlich mehr bringt als Lernen. Aber letztendlich habe ich mich für Studium entschieden, nicht für Arbeiten, weil ich stand vorbei und ich wollte lernen. Aber ja, es ist schon so, dass man sich fragt, aber letztendlich komme ich dann als Bachelor aus diesem Studium raus und habe was in der Hand. Von daher schon alles gut. Nächste Sache, die ich mit euch besprechen wollte. Und zwar, ich habe gemerkt, dass meine Haut schlechter geworden ist. Und dann habe ich mir überlegt, woran kann das liegen? Und dann habe ich gemerkt, dass das... Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe meinen Schmuck gelassen. Ich vergessen. Dass das ungefähr seitdem ist, seitdem ich hier in Erfurt wohne. Und habe ich mir überlegt, was mache ich denn hier anders? Was mache ich an meiner Routine anders? Und da ist mir aufgefallen, seit ich in Erfurt wohne, also hier in dieser Wohnung, wasche ich mein Gesicht mit warmem Wasser. Weil hier, wenn ich den Haaren aufdrehe und auf warm gehe, kommt sofort warmes Wasser. Bei mir zu Hause nie. Also in Dresden. Da hat es ewig gedauert. Da habe ich immer mich mit kaltem Wasser gewaschen. Und dann habe ich jetzt den Selbsttest durchgeführt und mich wieder mit kaltem Wasser gewaschen die letzten paar Tage. Und meine Haut wurde wieder ganz die alte. Und ich möchte euch fragen, ob ihr das auch mal probieren könnt. Ich hatte vorher komplett super Haut. Und dann halt, ich habe richtig gefühlt, dass hier Unreinheiten sind. Man hat es nicht so richtig gesehen, aber man hat es gefühlt. Das ist halt, weil sich die Poren bei warmem Wasser mehr öffnen, weil da mehr Dreck reinkommt. Ich möchte, dass ihr alle mal probiert, was heißt alle, die vielleicht ein bisschen Probleme mit der Haut haben und sich immer mit warmem Wasser waschen, dass ihr euch mal mit kaltem Wasser wascht. Und dann schauen wir mal, ob das einen Unterschied macht. Das würde mich super interessieren, weil es hat jetzt bei mir geholfen. Kann sein, dass... Oh Gott. Kann sein, dass es bei euch gar keinen Unterschied macht, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen und ist der Geheimtipp. Weil auf so... Die meisten denken immer, man muss ein anderes Produkt nehmen oder dies oder das. Am Ende liegt es nur am Wasser. Was so einfach eigentlich, womit wir uns gar nicht auseinandersetzen, so richtig. Und auf so Produkten steht auch immer mit lauwarmem Wasser abwaschen. Schönes drauf. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser ist bestimmt. Ich zeige euch nur mal kurz, wie mein Schreibtisch aussieht. Nicht die beste Voraussetzung zum Lernen. So sitze ich hier mit meinem Dachfenster, Licht, Kerze ist an und so weiter und so fort. Um nicht durchzudrehen, habe ich mir jetzt die Nägel lackiert. Die Fußnägel und die Fingernägel in so einem schönen Dunkelrot. Die Farbe habe ich schon wieder weggeräumt, aber sie ist von Trended Up. Und jetzt schreibe ich gerade mit Nina, die irgendwie aktualisierte Folien entdeckt hat und voll ausrastet. Die Nina schiebt immer ein bisschen Panik. Wir haben da auch so einen Insider. Sie sagt immer, mach nicht die Nina. Sie soll nicht die Nina machen. Alles wird gut. Ich sterbe, schreibt sie gerade. No, no, no. Alles wird gut. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Das wird schon gut werden.
Ich habe gerade einen voll emotionalen Moment und dann kommt auch noch so traurige Musik hier aus unserer Tier-in-dir-Playlist. Da sind Freunde drin. Oder, keine Ahnung, auf jeden Fall keine traurigen drin. Ich habe ja dieses Buch Q&A, wo man jeden Tag eine Frage beantwortet, 5 Jahre lang. Und da ist hier der 7. Dezember 2015 habe ich damit angefangen. Und die Frage ist, where do you see yourself next year? Wo siehst du dich nächstes Jahr? Da habe ich 2015 geschrieben, hoffentlich in einem tollen Studiengang in Dresden, Leipzig, Berlin oder Hamburg. 2016 habe ich geschrieben, an der Uni Erfurt, Studiengang Kommunikationswissenschaft, Komma, glücklich. Ich habe mich beruhigt, mehr oder weniger. Ich bin einfach so stolz, dass ich das geschafft habe und so glücklich, dass ich das geschafft habe und jetzt hier bin und wirklich, ich bin glücklich. Und ja, meine Träume sind in Erfüllung gegangen, meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Und gerade, dass ich das jetzt lese, das ist ja eine Frage, die ist von letzten Donnerstag. Ich mache das aber nicht jeden Tag, sondern immer, wenn ich Zeit habe. Gerade, dass ich das jetzt lese vor der Klausur, gibt mir so viel Ruhe. Ich freue mich richtig. Und ich mache jetzt los. Ich lasse die Kamera, glaube ich, hier. Und melde mich dann, wenn ich wieder da bin. Ich bin zurück! Es war echt in Ordnung. War gut. Sage ich jetzt mal so, ich glaube, ich habe bestanden. Ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber ja, doch. War ganz in Ordnung. Und jetzt muss ich nur noch heute das Handout machen. Es ist jetzt schon recht spät. Es ist jetzt 20.47 Uhr. Ich esse jetzt gleich was. Dann, eigentlich will ich noch Sport machen. Mache ich vielleicht noch ein kleines Workout. Ich muss noch das Handout machen. 22 Uhr will ich eigentlich schlafen gehen. Wir sehen mal, was wir da alles reinpacken können. Jetzt ziehe ich mir erstmal Pyjama an. Hier ist schon offen. Freut mich übrigens mega, dass so viele den Kenzo, ob sie einen Pulli wollten, von meinem Freund den. Wir hätten das schon mal viel eher machen sollen. Die liegt schon seit dem Sommer bei ihm rum. Ich habe den manchmal angezogen, wenn ich bei ihm war und nur kalt ist, aber er hat genug Pullover, die ich anziehen kann. Und deswegen freuen wir uns, wenn er ein neues Zuhause findet. Also ich habe jetzt schon 4 E-Mails bekommen und habe schon die ersten. Immer wer zuerst kommt, mal zuerst. Habe schon geantwortet. Aber danke für euer Interesse und wenn wieder mal was ist und wenn ihr Bock auf Jungsklamotten habt, dann sage ich euch vielleicht Bescheid, wenn er was aussortiert. Oder ich. Das könnte auch bald wieder der Fall sein. Ich hatte gerade zweimal so ein total komisches Wirkreiz, das mir so ein bisschen von meinem Blasentee hochkam, ein bisschen essen, irgendwie so ekelhafter Geschmack im Mund. Ich glaube halt, weil ich gerade erst gegessen habe und jetzt noch so rumgesprungen bin. Nicht sogar mit. Ist auch völlig verschmiert. Ich gehe jetzt ins Bett und gehe schlafen. Tschüss, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Vlog. Macht das mal mit dem kalten Wasser und sagt mir dann nach einer Woche oder so mal, ich frage da nochmal danach, ob ihr Veränderungen seht. Oder sagt mir sofort, wenn ihr es merkt. Ich habe es schon nach 1-2 Tagen gemerkt.